Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wall Street aus dem Studio der New York Stock Exchange. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Dankeschön, Herr Koch. Ja, wir sehen Feierlaune an der Wall Street. Am Mittwoch ist der Dow Jones zum ersten Mal in seiner über 100-jährigen Geschichte über die Marke von 15.100 Punkten gegangen. Was hören Sie in Ihrem Umfeld? Knallen da auch die Sektkorken? Ich habe hauptsächlich mit Investoren zu tun, die einem langfristigen Kapitalerhalt interessiert sind. Sie sind etwas vorsichtiger, sie trauen dem Braten nicht so ganz. Sie gehen natürlich auch davon aus, dass das an der Liquiditätsschwemme liegt, an dem billigen Geld der Zentralbanken. Aber solange der Markt so ist, kann man sich nicht ganz davon frei machen. Der US-Ökonom Rubini hat bei einem Abendessen in Las Vegas gesagt, er sieht zwar keine Aktienblase, aber es könnte vielleicht trotzdem irgendwann noch ein Crash auf uns zukommen. Und er sieht so zwei Welten. Zum einen die Wall Street schwebend in den Wolken und die normalen Menschen auf der Straße. Sie haben ja mit Rubini auch gearbeitet. Wie sehen Sie das? Ähnlich? Ja, ich teile seine Meinung zwar nicht immer, aber in diesem Fall ganz deutlich, denn wir sehen klar eine Abkopplung von der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft. Und das ist natürlich nicht gesund, aber es ist ja auch so, dass aus Perspektive der Anleger, immer wenn ein Risikofaktor sich manifestiert hat, hauptsächlich in Europa, ist der Markt etwas zurückgegangen, etwas eingebrochen, aber danach ist er immer wieder zurückgekommen. Dass das nicht ewig so weitergeht in unendliche Höhen, ist klar, aber ich glaube, das Problem ist, und das kann keiner genau vorhersagen, wann dieser Zeitpunkt erreicht sein wird. Wir haben ja gesehen, die US-Wirtschaft erholt sich relativ langsam, der Arbeitsmarkt, der Häusermarkt kommt jetzt wieder zurück. Die US-Notenbank hat sogar überlegt, ob man vielleicht noch mehr Geld in den Markt pumpen müsste, weil es zu wenig ist, nachdem wir lange Überlegungen gehört hatten, dass einige Mitglieder rausgehen wollten aus dieser Geldschwemme. Denken Sie, das ist der richtige Weg, wenn man jetzt noch mal wieder on top etwas setzen würde? Ich glaube, die Nuance ist, dass sie sagen, wir behalten uns die Flexibilität bei. Wir sagen weder ja noch nein, sondern wir machen das, was angesagt ist, was wir machen müssen, um einer eventuellen Wirtschaftsschwäche entgegenzuwirken. Sie haben sich nicht verpflichtet, irgendetwas zu machen. Sie haben es an keinen Wert gebunden. Und ich glaube, das dient auch zur psychologischen Beruhigung der Investoren, dass diese sich sagen, okay, was immer passiert, unsere Erwartungshaltung ist, dass wir auf die Zentralbank weiter setzen können, dass die Schwächen entgegensetzen können. Und das ist auch nicht ganz unnötig, weil wir im politischen Bereich ja immer noch sehen, dass die Parteien festgefahren sind, sodass, dass wir dringend brauchen, Wirtschaftsmaßnahmen, Strukturmaßnahmen, Innovation, Forderungen von, damit die Arbeitslosigkeit zum Beispiel abgebaut werden kann, damit das langsam mal in die Gänge kommt. Das sehen wir ja noch nicht ausreichend. Denken Sie, wenn die Fed irgendwann mal anfangen wird, das Geld abzuziehen, dass wir dann so einen enormen Rückgang, vielleicht einen Crash auch sehen könnten? Die Gefahr ist auf jeden Fall gegeben, vor allen Dingen, weil keiner genau weiß, wir können nicht auf Erfahrungswerte zurückblicken. Das ist in diesem Ausmaß noch nie so passiert. Technisch, ja, ist das möglich, das Geld wieder abzuziehen. Aber es gibt so viele Risikofaktoren und das Ganze ist so komplex und hängt ja auch mit vielen anderen Faktoren zusammen global, dass die Gefahr jedenfalls besteht, muss nicht so sein, aber zu unterschätzen ist die Gefahr auch nicht. Schauen wir mal nach Europa. Das IFO-Institut hat die Wirtschaftsstimmung gerade ermittelt und momentan sah es wieder etwas schlechter aus. Aber für die kommenden 6 Monate, da hat sich die Stimmung aufgehellt. Sehen Sie das auch so, wenn Sie mit Ihren europäischen Kunden sprechen? Ja, ich sehe eher verhaltenen Optimismus, der sich sicherlich noch nicht in den nächsten 6 Monaten manifestieren wird. Denn zum Beispiel auch aus der Sicht von Deutschland aus gesehen, die Abnehmerländer werden erstmal unter einer weiteren Schwäche zu leiden haben. Dafür nimmt allerdings in Deutschland der Binnenmarkt, die Binnenstärke etwas mehr zu und gleicht sich aus. Also ich denke, für Deutschland wird es nicht großartige Schwankungen geben, aber in ganz Europa wird es doch sicherlich noch längere Zeit dauern, bis wir da wieder eine Aufwärtsbewegung sehen. Wolfgang Schäuble, der deutsche Finanzminister, hat gerade gesagt, dass die Eurozone deutlich besser dasteht als vor 3 Jahren. Aber trotzdem, die neueste Steuerschätzung ist da nicht so gut ausgefallen. 13 Milliarden weniger bis 2017 im Vergleich zur Schätzung im Herbst. Die Opposition sagt nun, Deutschland ist in der Rezession angekommen. Sehen Sie das auch so? Eine Rezession technisch ist ja, wenn man 2 negative Quartale hat, aufeinanderfolgend, und weniger technisch gesagt, müsste es sich schon um einen deutlichen Einbruch handeln. Einen deutlichen Einbruch sehe ich jetzt nicht, außer wenn was Dramatisches passiert, aber dass sich die Aufwärtsbewegung etwas verlangsamt, das denke ich, ist schon realistisch, wenn man davon ausgeht, dass auch das Wachstum in Europa selbst nicht so wahnsinnig vorangehen wird. Schauen wir nochmal auf so ein paar Krisenländer, zum Beispiel Griechenland. Da haben wir heute die Meldung bekommen, Jugendarbeitslosigkeit bei 64%. Das ist ein ganz schöner Hammer. Da muss man doch wirklich denken, dass das ein Jahrzehnt eher dauert als ein Jahr, um da wieder aus der Krise rauszukommen.
Definitiv ist es eine ganz langfristige Entwicklung und wir können nur hoffen, dass wir keine sozialen Unruhen sehen, während wir versuchen, das Ruder herumzureißen. Also wir sehen ganz deutlich, wir müssen natürlich Schulden abbauen, aber wir müssen vor allen Dingen auch Investitionen fördern, Innovation, um diese ganzen jungen Arbeitskräfte wieder zurückzuführen in den Arbeitsmarkt. Auch ein Land immer wieder, unser Nachbarland Frankreich im Fokus. Auch da sagen einige, da muss mehr geschehen. Was denken Sie, ist Frankreich auf dem richtigen Weg? Bis jetzt war Frankreich nicht auf dem richtigen Weg. Die Frage ist, ob sie das jetzt nochmal umkoppeln können. Es bleibt nur zu hoffen, denn wenn Frankreich kippen würde, wäre das also ganz dramatisch. Aber bis jetzt hoffen wir mal, Hollande hat ja sehr viel Kritik abbekommen und es ist klar, dass Dinge geändert werden müssen, dass diese enormen Steuererhöhungen vielleicht dann auch nicht die richtige Lösung sind, sondern dass man eben einen Ausgleich braucht zwischen Sparen, mehr Einkünften, aber auch Investitionen in dem Land und natürlich Strukturreformen. Sandra Navidi von Beyond Global. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder hier aus dem Studio der New York Stock Exchange und mehr Informationen auf unserer Webseite www.daf.fm.